Mein Name ist Jakuba Griechmeier. Ich bin Material and Process Engineer bei Peak Technology in Holzhausen bei Wels, Oberösterreich. Peak Technology ist ein Weltraumzulieferer. Wir bauen Hardwarebauteile, also Druckspeicher und Strukturbauteile, unter anderem für Satelliten, aber auch Launcher für die Satelliten. Das Coolste an meinem Job ist sicher die Herausforderung Weltraum. Das heißt, Bauteile, die die Erde verlassen, haben ganz andere Anforderungen wie Bauteile, die bei uns auf der Erde bleiben. Das sind die Temperaturen im Weltraum, die Drücke, da geht es um den Wiedereintritt, um die Lebenszeit von solchen Bauteilen. Da hat man jeden Tag neue, spannende Aufgaben und ganz andere Denkweisen wie für Bauteile, die bei uns auf der Erde bleiben. Es gibt Tage und Wochen, da ist es sehr stressig, denn der Weltraum hat oft sehr knappe Deadlines. Die Bauteile müssen in einer kurzen Zeit entwickelt und gefertigt werden und trotzdem alle Herausforderungen meistern. In diesen Phasen arbeitet man viel mehr als geplant, aber es ist dann auch cool im Nachhinein zu sehen, was die Bauteile können und wenn man das geschafft hat und wenn diese Bauteile dann wirklich in den Weltraum fliegen. Man pusht, man gibt alles, man haut sie rein. Man arbeitet viel mehr und dann kommt eben das Erfolgserlebnis und das ist schon cool zu sehen. Meine Arbeitsaufgaben umfassen die Materialien und die Prozesse sowie die Prozessentwicklung. Ich bin aber auch bei der Qualitätskontrolle dabei. Das heißt, wenn wir zum Beispiel fertiges Bauteil haben, sowie einen Satellitentank, dann ist ein wichtiger Versuch der Berstversuch. Das heißt, wir nehmen so einen großen Tank und bedrucken den so lange, bis dass er explodiert und schauen dann, wie viel er ausgehalten hat und wie das Versagen ausschaut. Das ist schon ziemlich cool, wenn man so ein riesiges Bauteil hat und bei solchen großen Versuchen dabei ist. Wir machen im Haus auch kleinere Versuche. Später kommt dann die ganze Dokumentationsarbeit hinzu. Aber es bleibt immer spannend und es ist ein guter Mix aus praktischer Arbeit und Computerarbeit. Die Voraussetzung für meinen Job ist ein technisches Studium, zum Beispiel der Werkstoffwissenschaften, technische Physik, technische Chemie, aber auch Maschinenbau. Dann sollte man gut Englisch können, denn unsere Kunden sind alle international und die Unternehmenssprache ist mittlerweile Englisch bei uns. Man sollte lösungsorientiert denken können, flexibel sein und auch über den Tellerrand hinaus denken können, denn oft kommen Aufgaben oder Problemstellungen, wo man ein bisschen kreativ denken muss und weiterdenken muss und auf jeden Fall selbstständiges Arbeiten. Bei uns hat jeder seine Aufgaben, die er löst. Lösen muss und da gibt es eigentlich ja fast keine Einschränkungen, wie man das löst, Hauptsache man schafft es. Als ich studiert habe, war mir gar nicht klar, dass ich später in der Weltraumforschung landen werde, weil ich auch nicht gewusst habe, dass es so viele Firmen in Österreich gibt, die sich mit dem Weltraum befassen, Hardware oder Software. Die österreichische Weltraumforschung bietet auch sehr viele zukunftsträchtige Jobs, wo ihr Teil davon sein könntet. Werde auch du Teil der Weltraum-Community.